Vor ungefähr 2 Wochen saßen wir hier und haben über den Goldpreis gesprochen, der gerade frisch unter die 1700 US-Dollar-Grenze gefallen ist. Zu dem Zeitpunkt hieß es doch ungefähr, naja, so 1680, das könnte so der Boden sein, an dem es dann wieder nach oben gehen muss. Ansonsten haben wir ein großes Problem und rauschen vielleicht bis 1600 US-Dollar durch. Jetzt hat sich tatsächlich genau das bewahrheitet. Wir haben einmal ganz knapp die Region 1680 US-Dollar berührt und sind jetzt doch relativ solide wieder nach oben gegangen, um aktuell knapp 80, 90 Dollar. Wolfgang, was glaubst du, womit könnte das zu tun haben? Warum hat der Goldpreis in gerade mal einer Woche wieder vieles gut gemacht, was er in den Wochen zuvor verloren hat? Ja, es sind sicherlich ein paar Themen, die da mit reinspielen, Jan. Ich glaube, zum einen, wir haben wirklich den Test auf die 1680 ja irgendwo intraday gesehen. Die Bullen haben dann zugeschlagen, die wollten den Kurs wieder oben haben. Die Dollarschwäche hat auch mitgeholfen. Und jetzt jüngst, vielleicht auch die letzten 2 Tage, die Diskussionen über China, Taiwan, USA, hat natürlich so manches beflügelt. Da kommt sehr viel Spekulation, glaube ich, auch rein. Aber wie von uns ja schon damals im letzten Interview vermutet und auch gehofft, dass wir hier jetzt in dieser Sommerphase doch eher in die ja, wieder steigenden, interessanten Monate hinein starten und somit eigentlich ein perfektes Timing hatten mit dem Low auf den 1680 und jetzt deutlich wieder drüber stehen. Und dem her, es war eigentlich von uns gehofft, erwartet. Jetzt ist es eingetreten und ich glaube, es zeigt halt auch, wie schnell die Märkte hier drehen können. Ja, die Aktien haben noch nicht so arg davon profitiert. Eher eigentlich Gold- und Silberpreis heute wieder etwas schwächer, aber diese Volatilität, die müssen wir halt auch mitnehmen und ja, ertragen. Ja, sehr gut. Wir sagen ja immer, dass wir physisches Gold vor allem eben als Risikolebensversicherung sehen und das Geld an sich durch Aktien reinholen. Zum Beispiel bei uns auf axinocapital.de. Vor allem sind wir große Fans von Goldminenaktien. Und wenn wir uns dort jetzt die Preise angucken, sehen wir, die haben immer noch mächtig gelitten und sind noch ziemlich weit unten. Natürlich heißt es, erstmal müssen die Großen profitieren, dann kommen die Mittleren und irgendwann fließt das Geld auch in die kleinen Aktien rein. Was glaubst du, was könnte jetzt ein realistischer Zeitframe sein? Wenn sich der Goldkurs weiterhin in die richtige Richtung entwickelt, wann können wir dann vielleicht bei den Junior Companies wieder einen leichten Anstieg sehen? Hast du da schon was im Gefühl, was du prognostizieren kannst, oder ist es sehr schwer zu sagen? Ja, das ist jetzt genau die Frage, wo man die Glaskugel bräuchte. Ist eigentlich nicht ganz so einfach. Ich würde sagen, zeitversetzt 6 bis 12 Monate, wenn schneller gehen soll, was ich hoffe, dann muss aber deutlichst mehr passieren in den Edelmetallpreisen. Dann müssen wir über die 18 gehen, Richtung 2000. Dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Also die Dynamik in der Spekulation, dass es dann runterbricht auf die Junior Companies. Da brauchen wir schon richtig Rückenwind von den Edelmetallpreisen. Und das sehen wir ja quasi im Silber auch. Ja, kaum ziehen wir an, gehen die Aktien auch wieder hoch. Metallic Minerals hat man gesehen, gestern 42, aber dann auch gleich wieder mal 38. Das sind immerhin 10%. Für einen Retailer ist das doch eine große Schwankung. Aber ich glaube, dass so richtig Fahrt reinkommt, da muss mehr passieren. Und da würde ich sagen, Gold über 1800 und das Silber wieder über 22. Und dann müssen wir wieder in die obere Range kommen, wo wir ja waren. Man hat es ja sehr gut gesehen. Silber war ja bei 26 so am Ausbrechen. Wir hatten ja alle gehofft, das war jetzt mal die ganz große Show nach oben mit dem Move auf 30. Leider Gottes wurden wir eines Besseren belehrt. Aber jetzt muss es wieder Richtung 22 reingehen, dass dann die Range 26 wieder anvisiert werden kann. Dann kann es schnell gehen, ja. Aber generell muss man schon sagen, können die Junior 6 Monate hinterherlaufen. Schau dir so eine Agnico Eagle an, war jetzt unter 50, jetzt wieder 55. Also die haben ja auch sehr, sehr stark gelitten. Und das große Geld fließt zuerst in die großen Gesellschaften, das Spekulative dann, wenn der Sektor wieder anfängt, ein bisschen ja, interessanter zu werden. Da sind wir aber noch entfernt. Alles klar, Gold haben wir so ein bisschen abgedeckt. Wir sind aber generell Edelmetallfans, da gehört ja auch Silber zu. Und im letzten Interview, was ich mit ja, dem Experten Frank Holmes geführt habe, hat er nochmal betont, naja, wenn der Goldpreis hochgeht, dann kommt auch Silber und outperformt den Goldpreis auf kurz oder lang. So when you have a bull market in gold, then silver outperforms and takes off. Gold corrects, silver falls more. Würdest du jetzt also sagen, dass wir uns auch den Blick auf Silberminenaktien mal antun können? Oder ist das aktuell noch eine schwierigere Zeit, weil es vielleicht länger dauern kann, bis Silber in die Pötte kommt? Was ist dein Gefühl da? Nein, nein, absolut auch Silber. Also Silber und Gold sehe ich schon parallel. Klar heißt immer,
Silber ist das Gold des kleinen Mannes und Silber läuft dem Gold hinterher. Aber wir haben ein sehr, sehr hohes Gold-Silber-Ratio, was eher dafür spricht, dass Silber quasi Nachholbedarf hat. Diese Einflüsse wie jetzt, sag mal, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Diskussion jetzt um Taiwan, da ist natürlich das Zugpferd logischerweise das Gold. Und da würde dann auch Silber hinterherlaufen. Aber ich bin Fan von beidem. Ich habe ja auch das Augenmerk auf Aktien, die, sage ich mal, mit beiden Edelmetallen zu Hause sind. Und demnach, du siehst ja auch, diese Hecla-Übernahme von Alexco ist so ein Ausrufezeichen für den Yukon. Wir haben ja da unsere Metallic Minerals direkt in unmittelbarer Nachbarschaft. Also das sind, glaube ich, schon so die ersten Zeichen, die man wahrnehmen kann, wenn man halt länger dabei ist und auch solche Sachen verfolgt und auch ein bisschen ein Gespür hat für Sentiment, dass da das Sentiment wieder in die Richtung nach oben drehen könnte. Das Management, so muss ich sagen, ich kenne ja den CEO von Hecla auch persönlich, die haben einen exzellenten strategischen Schachzug gemacht, aus meiner Sicht. Die haben schlichtweg zugeschlagen in einer Marktphase, wo alle so am Boden liegen und haben dann Alexco noch eine oben drauf gegeben. Ja, der Stock war ja von 4 auf 1 Dollar runtergekommen. Und siehe da, über Nacht waren sie dann bei 50 Cent und dann kam die Übernahme. Ja, also es war schon ein klarer, cleverer Schachzug. Und gerade das, was ja eine Alexco eigentlich ein bisschen erdrückt hat, dieser Silverstream mit Wheaton, Precious Metals, den haben die kurz mal jetzt zumindest signalweise ausgekauft, entsprechend Cash geboten, damit Wheaton Precious Metals hier zustimmen. Deswegen glaube ich, der Merger geht auch durch und das sind schon gute Anzeichen. Da muss wieder was gehen und ich bin da davon überzeugt, dass Investoren da auch profitieren können. Super, vielen Dank für deine Einschätzung. Und wie ihr merkt, wir sind große Fans von Minenaktien. Die Minenaktien, die wir besonders gerne verfolgen und auch für euch im deutschsprachigen Raum vertreten, die findet ihr auf axinocapital.de. Schaut gerne mal vorbei. Wir geben euch hier keine Anlageberatung, ganz wichtig. Aber ihr könnt dort nachschauen. Wenn ihr euch aber für den Kauf von physischem Gold und Silber interessiert, dann haben wir auch eine Anlaufstelle. Wolfgang, willst du die noch mal kurz nennen? Ja, ich muss aber noch ganz kurz was hinzufügen. Ich glaube, was wichtig ist, wenn du jetzt noch den Chart einblendest von meinem Freund Tavi Costa, der nämlich ganz klar gesagt hat, aufgrund der jüngsten Kursrückgänge in den großen Minengesellschaften und den doch, sag ich mal, gestiegenen Dividendenzahlungen, erst heute Morgen kam Endeavour Mining, erhöhen die Dividende, glaube ich, um fast 50%. Die Dividendenrenditen bei den Minengesellschaften, die sind wieder erstklassig deutlich am Steigen, wahrscheinlich so hoch wie schon seit langem nicht mehr. Und das sollte auch ein gutes Zeichen sein für größere Geldströme. Klar, wenn die Minen auch noch Dividenden bezahlen, um, sag ich mal, ein bisschen einen Return zu liefern, dann ist es riesig von Vorteil. Und ich glaube, dass Wall Street, das habe ich hier angedeutet, nach dem, was war es, ich glaube, der 4. September, ja, aus dem Wochenende wieder zurückkehrt, nach den Urlaubsmonaten oder Wochen, plus dann Feiertag, den sie da noch feiern, dann glaube ich, könnte auch wieder Big Money ins Mining fließen. Chart einblenden, müsst ihr euch anschauen. Ich glaube, das ist auch so ein guter Indikator, warum der Sektor doch eher eigentlich unterbewertet ist und Chancen für Performance liefern kann. Zum Thema effektive Edelmetalle oder Investments in Edelmetalle, ja, goldblatt.de ist ja ein weiteres Label, wo ich auch in der Geschäftsführung bin, zusammen mit meiner Frau. Meldet euch einfach, wenn ihr Edelmetalle kaufen möchtet. Ist also gar kein Problem, wir können alles besorgen. Manche Dinge sind etwas zeitverzögert. Wir haben aber auch Zollfreilager mit Lagerung von Silberbarren in Deutschland. Alles erstklassig organisiert, top, secret und sicher. Und man kauft halt im Zollfreilager dann doch mehr Metall fürs gleiche Geld, weil man diese Mehrwertsteuer quasi nicht bezahlen muss. Aber die Barren, die Silberbarren, die müssen dann im Zollfreilager lagern. Wir haben da eine Lösung. Sprecht uns an, meldet euch goldblatt.de. Meine Kontaktdaten sind ja bekannt. Super, vielen Dank. Und wir verabschieden uns. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.